So, wir starten wieder am Cliffhanger, wo wir aufgehört haben. Mal schauen, wie lange es jetzt von hier aus noch geht. Ob jetzt noch viel kommt oder nicht. Oder ob ich euch zu viel versprochen habe, dass die nächste Folge die letzte sein wird. Ich, falls das der Fall ist, entschuldige ich jetzt schon mal. Aber ich verspreche nichts. Reicht das? Natürlich nicht, da werden wir die wahrscheinlich ein bisschen dahin ziehen müssen. Jawohl. Perfekt! Ein paar Sprungpassagen, wo der Mike mal richtig abkacken kann. Bin ich im letzten Let's Play gestorben? Ja. Ich glaube schon. Bin ich gestorben? Ich bin gestorben. Es würde mich wundern, wenn es nicht so wäre. Sagen wir es so. Oh, ich habe gerade wieder keine Übersicht. Verdammte Axt, wohin? Das ist ein ganz widerliches Geräusch. Hört ihr das? Zack. Das geht? Okay. Natürlich geht das nicht. Oh Wunder. Ich glaube, da muss ich dran. Da musste ich nicht dran. Ich musste natürlich nicht dran. Meine Güte. Es kann doch nicht sein, dass es nicht machbar ist, für mich in einem Let's Play nicht zu sterben. Das ist so traurig. Es tut mir leid. Obwohl, euch macht es ja eh Spaß. Ihr seht ja, wie ich verwecke. Ich mache euch ja Spaß. Euch freut das, wenn ihr seht, dass er so hart verkackt und nicht weiß, wo er hin muss. Was ist denn das jetzt hier? Wo muss ich denn? Da komme ich da auch niemals rüber. Da ist auch kein... Ich dachte jetzt vielleicht, dass ich dort dran müsste, aber... Ich bin auch nicht dran. Also es muss auf jeden Fall irgendwo ein Sprung sein, den wir machen müssen. Der? Nee, das da echt? Tatsächlich. Der simpelste Lara, Sprung Vorsicht. Natürlich. Die Mistkerle kommen in deine Richtung. Wir haben alles getan, um sie aufzuhalten. Ach nö. Danke, Reyes. Geh zum Boot. Wenn ich nicht zurückkomme. Wir werden nicht ohne dich fahren. Wir warten. Jetzt auf einmal. Jetzt auf einmal, Fräulein. Das klang auch schon mal ganz anders. Jetzt wird sie zur Arschkriecherin. Das haben wir ja hier, ne? Charakterloses Volk. Oh. Gerade wieder dumm an. Ja, also habe ich auch gerade gedrückt. Warum machst du das denn nicht einfach, Lara? Hör doch einfach mal auf das, was ich. Guck mal, wenn du das immer machen würdest, was ich möchte, Lara, dann wäre das gar nicht so häufig vorgekommen, dass du gestorben wärst. Das, ne? Eigentlich ist es ja in erster Linie deine Schuld. Die Musik ist jetzt aber echt sehr bedrohlich. Wo ist denn hier? Gefällt mir überhaupt nicht. Aber es sieht einfach absolut geil aus. Es sieht echt richtig geil aus. Kann mir keiner was anderes erzählen. Ach, da unten. Doch gedrückt wie ein Bekloppter. Lagerfeuer. Da können wir jetzt nichts machen. Das bringt doch nicht viel. Wir haben ja eben alles aufgewertet. Noch was wir hatten. Ja. Stehen wir mal schneller auf. Dynamisch wie sonst was. Ne? Aber beim Aufstehen braucht es eine Stunde. Da uns jetzt nicht gleich irgendwelche Sachen entgegengeflogen kommen, weiß ich auch nicht.
windig hier. Ich freue mich übrigens immer noch über meine Wahnsinnsüberleitung vom letzten Teil mit dem Cliffhanger. Ich feiere mich immer noch sehr dafür. Oder sind wir jetzt... sind wir jetzt angenehm. Als würde uns da nicht gleich irgendwas erwischen. Wahrscheinlich das kleinste Objekt von all dem, was rübergeflogen war. Lara, ein Tier. Sieht's gut aus. Doch, sieht es gut aus. Boah. Wieder eine wundervolle Zwischensequenz. Königin, durch alle Mühsal bringe ich euch das Gefäß. Strömt hinein und nehmt euch dieser menschlichen Hülle an. Strömt hinein und werdet wiedergeboren! Strömt hinein und erwachen! Oha! Da liegt schon Munition, da sind Deckung. Oh mein Gott. Ich muss jetzt wirklich eventuell gleich gegen die kämpfen oder sowas. Das wäre natürlich schon extrem. Boah. Stirb, du Hundekot! 3, nein, 2, nein, 4. Ja, die macht auf jeden Fall jetzt direkt immer mehr Schaden, die Waffe. Gefällt mir. Oh, jetzt wird es voll. Jetzt wird es voll. Jetzt wird es voll. Ich komme essen! Auch wenn ich irgendwie im zweiten, dritten Teil deinen Namen schon vergessen habe, aber ich komme! Komm, Kollege, komm, gut, gut, gut. Zack! Und direkt. Ja! Schöner Move. Oh, nicht so schön. Der Typ war das, glaube ich. Jetzt nicht mehr. Ich werde euch jetzt mal, was ich ja schon in mehreren Let's Plays angesprochen habe. Okay, es wäre weg. Die Leiche lag schon wieder so. Und diese Leiche liegt auch schon wieder so. Und die dahinter liegt auch schon wieder so. Also das ist echt nicht schön. Das sieht halt auch einfach nur total beknackt aus. Oh nein. Ja. So, wohin, wohin, wohin? Da lang. Oh, das sind wieder Shooter-Elemente. Steh auf, steh auf, steh auf. Hoch. So. Es gibt nicht, dass ich verbrate gerade viele Pfeile, aber ich. Das ist das, was ich noch am ehesten verbraten kann und am wenigsten nachher brauche vielleicht. Nein! Nein! Och Mann! Och Leute! Was? Nehmen wir halt was anders. Dann machen wir halt auf die rabiate Art. Ich wollte das Ganze ja friedlich klären. Aber wenn ihr das nicht möchtet, dann habt ihr Pech. Dann ziehen wir hier andere Seiten auf. Gar nichts für dich. Ich finde diese Granaten echt, also die Gegner an sich sind ja in Ordnung, aber diese Granaten sind schon echt widerlich. Die sind schon richtig krass. Man
machen euch schneller platt, als ihr glaubt. Stirb! Ah. So, jetzt brauchen wir dringend Munition. Ah, dieses Slow Motion hier ist echt kacke. Nervt total. Oh, das war knapp. Komm mal einmal. Oh, du bist ja jetzt gleich tot. Was schreist du denn hier so rum? Okay, das war doof. Was ist da zu früh? Den habe ich eigentlich gar nicht getroffen. Natürlich habe ich ihn getroffen. Das sah nur so aus. Oh. Nicht die Dinger schon wieder, oder? Ja, für die Ansage ist es ein bisschen zu spät, Lara. Nee, irgendwo eine Säule, hab ich das hier gesehen? Nee, oder? Das kann man ja nicht machen. Jungs, ich will eigentlich nicht schon wieder sterben. Das kann doch gar nicht hinhauen. Oh Gott, ich werde es wahrscheinlich machen müssen. Oh, drück mir die Daumen. Also für mich sah der Sprung eigentlich zu weit aus. Komischerweise sind genau die Sprünge immer die, die ich schaffe. Ich natürlich denke, es ist zu weit, aber egal. Hat er auch eine Schwachstelle? Oh ja, ich habe eine ganze Hoffnung. So, mal schauen, wie oft ich jetzt sterbe. Ah, der Rücken. Na komm, auch ein schöner Rücken kann entzücken, mein Schatz. Na komm. Ja, ja. Ja, jetzt hast du schon zwei gekriegt, oder? Oh, jetzt finde ich ihn. Oder was? Ja, ich bin doch da. Zack. Achso, das war erst das erste. Ja, das hätte mich auch gewundert. Ja, nee. Ist klar, Jungs. Will ich auch so machen. Zack. Und jetzt liegt hier alles. Oh, das war gar nicht so clever. Die Ausweichentaste wird gerade zu meinem besten Freund. Komm, mein Schatz. Mon chéri. Gut, 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 gut. Nein! Nein! Oh nein! Wie behindert bin ich denn bitte? Immer noch. Aber jetzt anders. Vielleicht die Schnellfeuerwaffe besser. Oh, jetzt ist aber... So, jetzt ist er wieder auf dem Gesicht! Oh! Oder auch nicht.
mehr so viel Munition. Jetzt weiß ich, was mir die Person meinte, als sie mir sagte, viel Munition im Spiel wird nachher knapp. So, und jetzt. Ah, hau drauf! Schlacht ihm den Schädel ein! Achso, eh. Ja! Ja, lecker! Aber das Spiel ist auf jeden Fall nicht so zart beseitigt, ja? So, jetzt müssen wir auf jeden Fall alles einsammeln noch. Wir haben kaum Munition, das wird echt eklig, sonst. Ich hoffe, 25 ist auch nicht so viel. Hier ist noch Munition. Ja, Sam, du wartest noch eine Minute, ne? Ja, es könnte reichen. Muss nicht, kann aber. Wenn jetzt keine großen Gegner mehr kommen bis dato. Okay, wir sind da. So, dann macht euch mal bereit. Ich weiß nicht, wie es abläuft, was wir machen müssen. Aber ich vermute, dass es schwer wird. Dass es bockschwer wird. Time-Events. Doch, genau solche. Bisschen konzentrieren. Okay, okay. Das ist nicht so läuft wie ganz am Anfang damals. Sehr schön. Oh, wie gut du bist. Oh, wie ich die in diesem Spiel vermisst habe, die kann ich mich nämlich noch zu gut erinnern. Wie ich diese Waffen geliebt habe. Ich weiß nicht, warum sie die aus dem Spiel genommen haben. Ich lasse euch jetzt mit der letzten Sequenz alleine. Ich denke mal, dass wir jetzt durch sind. Was soll da noch groß passieren? Da ist Lara! Sie hat Sam! Geschafft. Ihr wird es bald besser gehen. Das wollen wir hoffen. Was ist dort passiert? Es ist vorbei. Wir können los. Okay, dann nicht viel weg von hier. Ich war so blind. So naiv. Jahrelang habe ich an meinem Vater gezweifelt, wie alle anderen. Dabei hatte er mit so vielem Recht. Ich wünschte, ich könnte ihm das jetzt sagen. Ich war mir der Wahrheit immer so sicher. Aber nach dem, was ich gesehen habe, weiß ich nicht mehr, was ich glauben soll. Ich muss Antworten finden. Ich muss verstehen.
Und Sie was? Keine Ahnung, was Sie da durchgemacht haben. Aber wenn ich Ihre Wunden und Ihren Blick sehe, will ich es auch gar nicht wissen. Naja, wir sind bald zu Hause. Wow, was eine Ansage. Okay, das ist geil. Damit ist das erste Let's Play beendet. Wir sind durch. Ich freue mich. We hope you have enjoyed playing Tomb Raider. We have worked our hardest to bring you the best game we could possibly make. Thank you for taking the time to complete our game. Crystal Dynamics Core Team. So, jetzt sehen wir noch die ganzen hübschen Gesichter hinter dem Spiel. Ja, abschließendes Fazit. Ich werde das auf jeden Fall jetzt mal am Ende so machen. Ich bin mir mal jetzt kein Profi, und ich denke mal, dass ich da ein bisschen immer ein Feedback geben kann. Das soll euch nicht beeinflussen. Lasst euch eher von dem beeinflussen, wie das Spiel selbst ist. Nicht von dem Kritik, aber einfach nur das kleine Orientieren. Ja, ich habe mir ein paar Stichpunkte gemacht. Ja, ich war fleißig. Kennt man gar nicht von mir. Nein, Quatsch. Grafik. Grafik ist... perfekt ist immer so eine Sache. Perfekt gibt es eigentlich nicht. Ist echt, echt schön, Oiz. Muss das denn sein mit der Musik? Ja, wahrscheinlich könnt ihr euch gar nicht konzentrieren mit den schönen Bildern. Grafik ist sehr, sehr schön. Also wirklich schön. Ein paar, ab und zu mal ein paar Texturen, die vielleicht ein bisschen verschwommen sind oder ähnliches. Das macht es aber jetzt nicht so schlimm, wenn ich ehrlich bin. Dafür, die Lichteffekte sind eine Sensation jetzt. Meine Güte, werd doch nicht so laut. Lichteffekte sind eine Sensation. Die meisten Texturen sind wirklich echt, echt scharf. Ja, ja, doch. Das passt. Das passt eigentlich. Ein, zwei vielleicht mal nicht, aber die fallen halt wirklich nicht auf. Da müsst ihr schon ganz genau hingucken. Ich finde, Lara ist super animiert. Ja, also das hatte ich ja in dem einen Teil auch gesagt. Ich habe da mal ein paar Minuten drauf geachtet, von der Mimik her und allem drum und dran. Mir echt, echt gut gefallen. Ja, dann haben wir, was könnte man denn noch nehmen? Grafik würde ich, ja, auf jeden Fall gut plus bis sehr gut, ja, also echt viel, viel rausgeholt. Soundtechnisch auch, habe ich auch eben einmal erwähnt, hat mir auch echt gut gefallen. Also die ganzen Soundtracks, allgemein die ganze, alles, also da gibt es keine Ausnahme. Dialoge waren echt gut vertont, Soundtrack super spannend, also das klappt, passte alles super, weiß ich gar nicht, was ich da groß dazu sagen soll. Atmosphäre. Ja, ich nehme mal jetzt bei Atmosphäre, also es sind so Punkte, die üblichen Punkte habe ich mir rausgeschrieben, was immer macht eigentlich. Atmosphäre ist jetzt nach dem Ende, um ehrlich zu sein, schwer zu beurteilen. Ich hätte bis dato wirklich gesagt, das Ding, das packt mich. Das hat mich total weggebombt. Es war spannend, es war düster, es hatte auch echt so Aha-Passagen, wo du einfach nur in die Gegend guckst und denkst dir so, Lecco mio, ist das geil. Allerdings, also... Nee, da komme ich nachher zu. Das machen wir nachher. Das werde ich sagen, machen wir nachher. Fände ich besser. Spielzeit habe ich jetzt selbst als gering empfunden. Ich habe natürlich, man muss dazu sagen, ich habe das Spiel einfach nur strikt durchgespielt. Ja? Ich habe mich nicht... auf die Suche nach Items und ähnlichem gegeben. Ich denke, so 10 Stunden kann man das schon unterwegs. Das ist schon ordentlich so. Ja, 2 Punkte. Die Bilder machen mich selbstständig. Einige Aktionen waren echt ein bisschen dumm von der KI. Ich verstehe es, dass man sagt, wenn Leute miteinander sprechen,
und man erschießt sie, dass man aufmerksam wird, das ist klar. Warum fällt es aber dann nicht auf, wenn ich einen Silent Kill mache, hinter dem Gegner stehe und der steht, also der steht in Spucknähe und der und stirbt und er hört es nicht? Ja, ja. Also KI habe ich schon schlimmere gesehen, die war vollkommen in Ordnung. Also das sollte eigentlich nicht das Problem sein. Waffen finde ich persönlich super. Allein durch die Funktion, dass ihr wirklich diese Upgrade-Möglichkeiten habt. Hat mir echt gut gefallen. Ich habe noch nicht mal alles abgegradet, ja, wie man so schön sagt. Ich hätte auch sicherlich noch mehr Erfahrungspunkte sammeln können durch die ganze Sucherei und alles. Das hätte mir das Spiel dann, also erleichtert will ich nicht sagen, aber die Spielschwierigkeit fand ich jetzt, um ehrlich zu sein, das hat jetzt, ich bin natürlich auch mal gestorben, das gehört dazu. Ich pack das jetzt mal direkt zusammen mit der Handlung. Das Spiel hat mich in der ersten Minute total in seinen Bann gezogen, ja, dieses, die Geschichte vor dem zu spielen, was man eigentlich kennt, ist super. Es hat auch super geklappt. Das Ende, was ich jetzt hier hatte, jetzt wird nicht wieder dramatisch, du Scheißmusik. Obwohl, das könnte ich ja mit dem Spannungsbogen aufbauen. Das Ende, was wir jetzt hatten, ist eine reine Katastrophe. Es kann doch nicht sein, dass das ganze Spiel darauf ausgelegt ist, dass wir Himiko finden, wir einen mittelmäßig schwierigen Endboss erledigen mit vier Nebengegnern, den wir halt dreimal umhauen müssen und dann zu Himiko rennen und der einfach automatisch einen Holzhall in die Brust rammt. Jetzt mal abgesehen von diesem Quicktime-Event, was da wieder dazwischen war, wo ich drei Tasten drücken muss. Also das Ende hat das Spiel auf keinen Fall verdient. Das ist echt, das wirkt so ein bisschen nach dem Motto, boah, schnell fertig werden. Also das hat mir überhaupt nicht gefallen. Das Spiel bis dato von der Handlung, klar hat es auch mal ein paar Längen, das ist normal. Boah, ich ziehe das hier gerade in die Länge, der Upload, das ist Wahnsinn. Ich fasse mich jetzt noch mal kurz. Super, klappt gerade super. Handlung bis zur Mitte würde ich sagen, echt klasse, echt spannend. Und zum Ende flacht es doch extrem ab. Also wirklich extrem. Das Ende ist, naja. Macht euch eure eigene Meinung darüber. Ich habe den Multiplayer noch nicht angespielt. Könnt ihr ja mal selbst drüber nachdenken, wenn ihr euch das Spiel zulegt. Ist bestimmt auch interessant. Gehe ich mal schwer von aus. Also, man kann an dem Spiel nicht viel meckern. Es ist ja wirklich so, dass wenn man Tomb Raider vorsichtig geworden ist bei den ganzen Teilen. Es waren viele Gurken dabei. Das ist definitiv keine. Und wenn ihr ein Actionspiel wollt, ich sage bewusst ein reines Actionspiel wollt, dann legt euch das zu. Erwartet aber nicht, dass ihr die alten Lara Croft-Teile, die alten Tomb Raider-Teile spielen könnt, wo ihr die krassesten Sprünge gemacht habt, gegen eine Wand gesprungen seid und einen Salto rückwärts gemacht habt und dabei die Doppelpistole, die Duels gezückt habt und alles umgeschossen habt. Das werdet ihr nicht, hier nicht haben. Rätsel sind echt wenige da und das enttäuscht. Aber als Actionspiel eine absolute Granate. Legt es euch zu. Ich weiß gar nicht, wie viele Leute an so einem Ding mitwirken können. Das ist ja unfassbar. Ich rede mich hier um Kopf und Kragen und das Ding läuft immer noch. Actionspiel zulegen. Mein Stempel, den Ironiehelm TV Stempel bekommt es. Das war's mit dem ersten kompletten Let's Play. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen, trotz der häufigen Tode. Bitte, 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 gebt mir Feedback. Das ist mir ganz, ganz wichtig. Ich will das noch lange weitermachen und ich will mich da auch stetig verbessern. Ich hoffe, ihr helft mir da ein bisschen bei. Ansonsten, danke fürs Zuschauen. Ich verabscheue mich, euer liebenswerter Mike.